jetzt erstmal mit. Ja, ich schlepp den jetzt erstmal mit. Hier oben haben wir noch, ich glaube, die Sachen können wir nicht verkaufen, die scheiß Kelche, die lohnen sich nicht. Hier ist auch nichts bei. Da, ja genau, übrigens den Schlangenwein, den wir besorgen sollen, ist so das absolute Heilmittel überhaupt. Damit kann man total viele Sachen machen. Ja, Geld. Ah, nun willkommen. Welt. Ja, ist mir egal. Okay, also wir verscheuen jetzt noch diesen anderen Edelstein an ihn. Willkommen. Ah, ja. Man nennt mich, ja, wenn ihr jemand... Oh, genau. Ich habe einige... Ja, und... Ja. Und ja, wir verkaufen ihn seinen eingeschliffenen Markt für 300 und... Den kann nicht sonst was für... Nö. Heute nicht. Konntest dich weiter schleifen, Kumpel. So, ja, das ist zwar ziemlich assi, aber wird mir nicht als böse berechnet. Ich find's sehr gut. Man kann ja auch böse sein, man darf's nur nicht so raushängen lassen und jemanden in die Fresse schlagen, weil das mögen die dann doch nicht mehr. Ich wollte jetzt nochmal woanders hin, und zwar genau... ich habe was vergessen. Und zwar, ich habe einen Anlaufpunkt, um mein Zeug einfach mal abzulegen. Diesen Anlaufpunkt nenne ich für gemeinhin, die Senke, nein, das, den Haufen, der Haufen, genau. Ich habe hier den Haufen. Den mache ich hier hin, hinter dieses Häuschen. Der Grund ist, es ist schön... leicht wiederzufinden natürlich. Und es hat einen Kreis, mit dem ich gleich meine Magie machen kann. Hier lege ich alles hin, was ich mal später nochmal brauchen kann, aber jetzt gerade nicht brauche. So, ich glaube, das gehört zusammen. Okay, egal, wir legen hier einfach alle Magie-Sachen ab, die wir haben, weil ich die jetzt erstmal sowieso nicht gebrauchen kann, bevor ich den Schrein nicht gesäubert habe und dann eh zu so einem Kreis laufen muss, wo ich dann einfach den hier nehme. So, ach nee, das ist noch ein Heiltrank. Ja, den nehmen wir auch mit noch weiter. So, haben wir sonst noch irgendwas? Nein. Schön. Gut, ja. Dann wollen wir mal weitergehen, würde ich sagen. Okay, hier haben wir diese Kirche und wir wollen natürlich reingehen und Schlangenwein haben. Und wir wundern uns natürlich, wieso gibt es keinen Schlangenwein? Ja, und der Schlangenwein heißt Schlangenwein, weil man ja aus einer Schlange gewinnt. Die ist aber... lieb, okay. Genau, was sehen wir als erstes in dieser Kathedrale? Eine Ratte. Süß, oder? Oh, guckt euch die süße Ratte an. Oh, ist die süß. Guck mal, wie süß die ist. Oh Gott, ist die süß. Komm mal her, du kleine Drecksratte. Zack. Da war dieses Haha, von dem ich geredet habe. Das war recht leise, komisch. Okay. Da gehört die Kerze rauf und die Kerze wurde geklaut. Es gab mal so ein anderes Abteil der Empathie, die ist aber irgendwie untergegangen. Mehr möchte ich jetzt mal nicht sagen, der Typ redet mir zu viel. So, was erklärt die mir hier? Eigentlich nichts Besonderes. Sagt mir, dass der Schlangenwein, das ist eine Flasche Schlangenwein. Wunderbar. Das ist das Maximalheilmittel. Das heilt Magie und Abkönner, also Lebensenergie. Und wunderbar ist die Sache. Und hier muss irgendwo ein Schlüssel liegen. Hier ist der Schlüssel. Genau, und das erzählt mir diese komische Scheiße hier. Und da wurde die Schlange geklaut und man weiß nicht genau, wo sie hin ist. Und ich soll mich doch umhören, dass mal irgendjemand die Schlange erwähnt, dass ich sie zurückhole. Das machen wir aber erst viel später. So. Oh, ist das so laut drin? Okay. Jetzt mache ich hier rauf und da geht eine Falltür auf. Jetzt muss ich mich aber beeilen, bevor die Falltür wieder zugeht. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, in welchem Raum die war, aber ich glaube auf der anderen Seite, ganz hinten. Ja, ich lasse natürlich die Türen, wo ich drin war, schon mal auf, aber einige gehen auch von alleine wieder zu. Ah, hier ist es schon, okay. Und dort finden wir eine Magie und einen weiteren Schlüssel. Schön. Und, ah ja, Edelsteine. Was natürlich auch mal eine feine Sache ist. So, okay, schön. Oder geht die nicht von alleine zu? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, anscheinend nicht. Okay, Heilzeug. Na, langsam werde ich schon wieder vollgepackt. Och, wie schlecht. Okay. Hier haben wir dann noch eine Kerze und... eine Truhe mit noch mehr Edelsteinzeug. Juppie. Also hier kann man schon mal richtig viel Kacke finden. Also definitiv keine schlechte Aktion hier. Da waren wir schon drin. Und hier ist, glaube ich, eine Truhe. Ah, nee. Damit haben wir den anderen Schlüssel verbraucht. Hier haben wir nochmal zwei Schlangenbein. Und ich glaube, den Zauber haben wir schon. Ja, okay, den legen wir mal hier einfach ab. Ah, Schlangengift. Den brauchen wir eigentlich überhaupt gar nicht. Nö. Das ist, wenn man es nicht kann. Das benutzen andere als Drogen. Ja. Ja, den kann man mitnehmen. Oh, kann man doch nicht mitnehmen. Wird zwar angezeigt, aber er lässt mich nicht mitnehmen. Okay, gut. Das ist normaler Wein. Da müssen wir unterscheiden. Die sehen sich nämlich ziemlich ähnlich. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal drei Flaschen Flaschenwein, mit denen wir schon mal ein bisschen was anfangen können. So. Schön. So, das war es auch schon wieder in dieser Kathedrale. Das Gelaber habe ich euch jetzt mal erspart. Es ist nicht wirklich voranbringend. Ja. Und hier unten haben wir diese bedürftige Frau. Was soll ich?
seid gegrüßt, Herr. Vergebt diesen Gefühlsausbruch, aber meine Familie wurde verfolgt. Ja, das haben wir doch alles schon gehört. Was sollen wir tun? Ich fürchte... So, hier. Hier, meine Dame, nehmt diesen Schlangenbein. Okay. Oh Gott, ich bin so gut. Toll, oh, ich bin so ein netter Mensch. Bitte. Werft euch zu Boden und betet mich an. Und ich habe einen Mana-Punkt gewonnen. Ja, manchmal gibt es ein bisschen mehr als das, aber im Prinzip kann man vieles Gutes tun. Und Magieerweiterung ist immer Magieerweiterung und ist immer Magieerweiterung. Das ist toll. So, wo ist das jetzt hier gewesen oder war es der andere Brunnen? Gibt es einen anderen Brunnen? Nee, das ist doch der Brunnen hier. Ah, nee, da ist noch einer. Okay. Hier gab es einen Gegner, glaube ich, der hier rumläuft. Wo ist der? Nee, jetzt läuft er hier nicht rum. Gut, auch gut, schön. Nee, ist auch nicht der Brunnen. Hä? Hier ist irgendwo ein Brunnen mit einer Bank daneben. Und auf der Bank liegt Geld. Genau, das ist doch das, die Bank. Ja, und was macht man mit Geld an einem Brunnen? Man wirft es hinein. Und was kriegen wir dafür? Ein Glasschwert. Dieses Schwert ist unendlich stark. Ich zeig's euch. Wow, volle Leiste. Aber das Problem ist, wenn ich dieses Glasschwert verwende, ist das Glasschwert weg. Einmal und es bricht ab und ist dann nur noch so ein kleiner Gumpen, der überhaupt nichts Großartiges bewirkt. Bewirkt vor allem, ja. Wie voll ist denn jetzt schon wieder mein Inventar? Okay, ich müsste, ja. Gut, ich gehe aber als erstes mal, weil wir den Juwelier schon gesehen haben. Nee, da kann ich jetzt auch nicht, ich will jetzt noch nicht looten, weil ich nicht mehr so viel Platz im Inventar habe. Ja, das Inventar ist relativ begrenzt, aber da ich nachher immer mehr Säcke kriege, glaube ich, man kann sich sogar ziemlich die Säcke voll machen. Es gibt auch so ein paar Tricks, wie man, wenn man wieder Sachen wiederkriegt, die man halt verloren, also wenn man sie abgenommen kriegt, gibt es Stellen. Das kann man leider nicht rausziehen. Schade, das wäre ein schönes Schwert. Das ist das Breitschwert, das nächststärkere. Dann habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Achso, dann kriegt man, falls man nicht genug Platz hat, den Sack dazu. So. Okay, die verkauft mir Sachen, die ich jetzt aber nicht brauche, weil ich sie auch so finden kann. Wenn ich sie nicht finde, kaufe ich mir halt wahrscheinlich die Rüstung noch dazu, weil ich sie nicht finde, weil ich nicht genau weiß, wo die ist. So, hier ist nix. Habt ihr nichts? Ist der schwach? Ja, das ist schlecht. Nu? Ah, hier geht's rüber zum anderen. Ah ja, ich möchte natürlich mit ihr sprechen, weil ich meine Sachen verkaufen will. Okay, gut, dann gehen wir unten lang, ist ja nicht schlimm. Inks. Okay, das ist der Bogenmacher. Übrigens lerne ich dann schon mal Bogenschießen und krieg auch einen Bogen geklaut. So. Willkommen, Avatar. Wir haben viele verschiedene... Ja, Ich möchte Sachen verkaufen, Kumpel. Ich würde gern einige... Okay, da kommt's. So, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das Glasschwert behalten wir natürlich, weil wir es natürlich haben wollen. Und den Rest verscheuen wir für insgesamt 40. Und hier haben wir nochmal Handschuhe für 7. 47, Wahnsinn. Ich danke euch. Naja, okay, also ich glaube... Sowas werde ich nicht mehr aufbewahren. Die meisten meiner besten. Ja. Also sagt mir nur, ja, die besten Ausrüstungsstände habt ihr eine Gruppe, die nach Despice gegangen ist, verkauft. Warum die da hingegangen sind, werden wir auch noch erfahren. So, da ist der Hafen. Ich wollte auf der anderen Seite eigentlich raus. Ach, egal, kann doch so rumgehen. Ja. Bitte, Herr. Hier, 10 Goldstücke. Oh, hab Dank. Danke, Herr. Ja, der bettelt mich an. Gut ist der Gutes tut. Ich habe ihm 10 gegeben und jetzt kann er ganz gemächlich weiter irgendwie, weiterleben. Und ich habe meinen Magiepunkt bekommen dafür und damit bin ich zufrieden. Und er ist auch zufrieden. Wir sind alle zufrieden, alle glücklich und alles toll. So, hier. Ja, er ist da. Es gibt manchmal einen Bug, dass der einfach verschwindet. Man nennt mich Leon, den Bogenbauer. Ja, ist mir doch egal. Ich habe hinten ein Übungsfeld. Ja, laber. Ich möchte Schulung. Ihr bedürft ein wenig... Ja, das klingt gut. 300. Das klingt gut. Einverstanden. Lass mich mal. Das macht dann 300. Einverstanden. Das Weg. Ja. Also er bringt mir jetzt Bogenschützen bei. Das, glaube ich, müssen wir jetzt nicht extra uns alles anhören. Das interessiert sowieso kein Schwein. Im Prinzip bleiben wir einfach nur an der gleichen Stelle stehen. Aber man muss jetzt denken, sie waren auf dem Übungsfeld und haben geübt. Und so wird es gemacht. Mehr kann ich euch ein... So, jetzt kann ich, glaube ich, 3 Pfeile auf einmal schießen. Also nichts Besonderes. Jetzt ist dunkel und es regnet. Schön, oder? Hier kriege ich auch gleich ein paar Pfeile, wenn ich mir die rausreiße. Man findet eigentlich auch genug. Man kriegt nachher auch einen Bogen gefunden. Zurzeit brauche ich einfach keinen starken Bogen. Deswegen, ich finde nachher einen Übungsbogen sowieso im Dungeon. Deswegen, falls ich jetzt einen finde, nehme ich ihn mit. Aber ansonsten kaufen brauche ich auf jeden Fall keinen. Naja, egal. Machen wir mal hier Licht an. Hier ist nämlich so dunkel. So.
Boing. Was war denn das?